kommen wir mal zu den Gästen, die hier sind, wo ich mich sehr freue. Ich, Ladies first, ist klar, ich fange mal links an, weil das ist die Petra Köhne und der eine oder andere kennt sie vielleicht auch schon. Wer kennt die Petra schon? Gucke mal. Na? Ja, viele aber nicht. Bei der Petra war es wieder so, wie damals letztes Jahr bei der Susanne, dass, also es war schon klar, relativ früh, dass der Uwe ziemlich sicher nicht kommen kann und dann war ja wieder ein Platz auf dem Podium frei und ein Zimmer. Und dann habe ich mir das kenne ich ja schon, das sind so Zeichen. Und dann war ich vor 2,5 Wochen in Landau an der Isar bei einer kleinen Veranstaltung und ein gemeinsamer Freund von uns, der Sepp, hat dann gemeint, ihr müsst mal miteinander reden und das haben wir gemacht. Und dann hat die Petra so ein bisschen erzählt, was sie schon gemacht hat und was sie so erlebt hat. Und da war schon mal klar, also sie hat sehr viel zu erzählen, sie hat sehr viel erlebt. Sie war mal Doktor der Neurologie, glaube ich, ne? Oder? Oder? Ich komme aus der Schulmedizin, genau. Das reicht. Genau. Und ist dann irgendwann zur Heilpraktikerin umgestiegen und beides zusammen geht ja nicht hier, das eine muss man dann aufgeben. Hatte da auch durchaus prominente Patienten, aber sie ist natürlich sehr medial und kann ihren Körper verlassen und hat sehr spannende Sachen erlebt. Und dann fragt sie mich auf einmal, ja, ich habe mal so im Januar mir gewünscht, dass ich vielleicht mal auf deinem Podium sitzen kann. Und dann habe ich gesagt, was hast du denn in 2 Wochen vor? Und dann hat sie erstmal auch ein bisschen gestaunt, damit hat sie auch nicht gerechnet, aber dann hat sie gesagt, ich mache das möglich. Und hier sitzt sie, Petra Köhne. Ah, gut. Dann habe ich gestern schon vorgestellt, die liebe Susanne, die kennt ihr ja jetzt schon alle. Die habe ich natürlich gesagt, wenn sie da ist, muss die auch wieder aufs Podium, weil die hat so viel zu erzählen, da reicht ein Vortrag sowieso nicht. Außerdem habt ihr dann natürlich in der zweiten Runde auch die Möglichkeit, mal Fragen zu stellen, was ihr schon immer wissen wolltet, euch nie zu Fragen traut. Ob wir alles beantworten können oder wollen, ist dann nochmal eine andere Frage. Und last but not least, ich glaube, der Rainer, der war eigentlich bei allen Kongressen schon dabei, oder? Hast du bei einem gefehlt? Ich glaube nicht, ne? Ja, also ein Urgestein meiner Kongresse, der Rainer Feistler aus dem Allgäu, der ja auch selbst Kongresse macht, der Bücher schreibt, der ganz viel früher mit UFOs und Außerirdischen erlebt hat, aber auch, und das ist natürlich spannend, und da bin ich auch mal gespannt, was er uns erzählt, auch eine sehr, sehr gute Verbindung zur Mutter Erde hat und von ihr auch sozusagen Informationen direkt kriegt, was dann wieder schon, das habe ich schon von der Petra gehört, sehr gut zu dem passt, was die Petra erfahren hat. Und bei dieser Podiumsdiskussion bin ich ja immer, wie soll ich sagen, ich mache nicht viel, ich lasse das mal irgendwie laufen und irgendwie läuft das dann immer und biegt sich so ein. So, ich glaube, der Egon ist wahrscheinlich immer noch nicht zu hören. Wir lassen den Gadda da erstmal noch ein bisschen versuchen. Vielleicht kriegt er es hin. Ansonsten machen wir wirklich dann irgendwie noch die Mikromethode, die natürlich von der Verständlichkeit dann suboptimal ist. Im Zweifelsfall, ich hoffe, wir kriegen es direkt hin. Aber vielleicht will halt auch momentan irgendjemand nicht, dass der Egon hier zu hören ist. Ich verstehe es, wie gesagt, aus technischer Sicht gibt es eigentlich keinen Grund, warum es nicht geht, aber es will irgendwie nicht, ja. Aber wir fangen jetzt mal an, weil wir haben natürlich auch zeitliche Begrenzung und dann fangen wir eben nicht mit dem Egon an, wie es geplant ist, sondern dann fangen wir wirklich mal, denke ich, an mit der Petra. Ups, ja. Ja, das war ja, wie gesagt, da kann mal eine kurze Störung kommen, aber seht es dem Gadda danach, er versucht alles, den Egon hier auf die Lautsprecher zu kriegen. Ja, liebe Petra, vielleicht willst du erst mal kurz noch ein bisschen was über dich erzählen und dann hast du mir natürlich einige spannende Sachen erzählt. Wir hatten in diesem Kongress, in den Vorträgen haben wir mit Außerirdischen diesmal eigentlich nichts zu tun, aber gerade das Thema ist bei dir ganz stark, weil du die Ehre hattest, aber auch die eine oder andere zweifelhafte Ehre, diese Herrschaften zu treffen
Und vielleicht magst du mal ein bisschen was über dich und deine Erlebnisse erzählen. Ja. Erstmal guten Morgen. Also ich bin nicht kongressaffin, also ich habe da nicht viel Erfahrung. Kann ich... Oder noch näher ranhalten. Ah ja, jetzt oben. Genau, die Lichter oben. Ja, sehr laut. Danke, danke. Also nochmal guten Morgen, ich bin die Petra und habe ein bisschen, wie soll ich sagen, also ich bin nicht so professionell wie die Susanne, weil ich habe mich bis jetzt immer ziemlich unterm, wie soll ich sagen, unter der Brücke oder unterm Radar gehalten, um hier Vorträge zu halten. Ja, und alles hat mal einen Anfang und das ist jetzt heute. Also. Ja, inzwischen gibt es tatsächlich einiges zu erzählen und die Botschaft, die ich euch geben möchte, ist die der Liebe und des Friedens. Kurz zu mir, weil ich bin eigentlich, ja, ich gebe etwas weiter, also darum lege ich gar keinen Wert, was für einen Titel ich hatte, was eben wichtig ist, ich bin Heilpraktikerin und ich möchte jetzt mal ganz recht herzlich meine Landshuter hier begrüßen. Ich habe nämlich 5 Autos gesehen, die aus Landshut kommen. Also erstmal liebe Grüße. Ah, da sehe ich schon Hände. Da habe ich mich schon gefreut, bin mit meiner Tochter spazieren gegangen und da sah ich dann mehrere Autos mit LA und da habe ich gedacht, ach, da fühle ich mich jetzt schon gleich viel besser. Also ich arbeite auch in der Nähe von Landshut und so meine Arbeit ist inzwischen... geht in die Richtung, da gehe ich jetzt gerade nicht näher drauf, weil das ja mit heute nichts zu tun hat, Auratechnik, Aurachirurgie, also alles, was mit der Aura zu tun hat. Dann ja, bin ich auch, so wie die Susanne, Kommunikator zu Verstorbenen und da bin ich immer wie so eine Jungfrau zum Kinder gekommen. Ich wollte eigentlich immer normal meine Arbeit tun und dann kamen natürlich immer wieder Momente im Leben, wo du ja, in das Einlassen gekommen bist oder in die, naja, Akzeptanz. Ich mache das mal und ich versuche es und ich tue mein Bestes. Meine Geschichte unter anderem ja, mache ich auch inzwischen, lerne ich das Astralreisen, ich mag das Wort ehrlich gesagt nicht so gerne, ich nenne das immer multidimensionales Reisen, weil da bin ich nicht so eingeschränkt. Aber da komme ich jetzt gleich über die multidimensionale Reise zu dem Thema mit Mutter Erde ins Gespräch. Meine Vorgeschichte 1998 habe ich ein Nahtoderlebnis gehabt aufgrund einer sehr schweren Lungenentzündung. Und jeder weiß, wenn du über 42 Grad Fieber bekommst, bist du, oder wer auch aus dem medizinischen Bereich kommt, bist du, wenn du nicht gleich gut versorgt wirst, ein Todeskandidat, also ich bin weggedämmert und war sage und schreibe doch 3,5 Tage draußen. Ich war nicht im Krankenhaus gewesen, sondern zurück. Ich hatte immer wieder helle Momente gehabt, aber das meiste war schlafen und aus dem Körper treten. Also das fing schon 98 an. Ich als 4-jähriges Kind habe schon begonnen mit Bäumen zu sprechen und ja, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich habe einen Vater, der ist Berufssoldat gewesen, er ist jetzt inzwischen 90 Jahre und für den war ich natürlich ein, ja was soll ich sagen, als Berufssoldat ein Kind, was mit dem Birnenbaum spricht, warum er keine Birnen mehr trägt und dann habe ich zu ihm gesagt, Papa, ganz klar, der Birnenbaum hat mir gesagt, unten im Wurzelwerk sind Mäuse. Und die knabbern an den Wurzeln und nehmen natürlich die Energie weg. Und dann wurde ich entsetzt angeguckt und dann sagte er zu meiner Mutter, Doris, geh mit dem Kind mal zum Psychologen. Ja, das Problem war, dieses Kind will eigentlich geliebt werden und akzeptiert werden und nicht vom Vater als psychisch krank definiert werden. Und jetzt das war hoffentlich nicht ich. So, probieren wir es nochmal. Also warten wir mal. Also hören Sie sich momentan nicht.
Aber ja. Also sehr gut. Jetzt kannst du mich hören. Aber momentan höre ich gar nicht. So, dann müssen wir den mal jetzt ruhig. Ihr habt ihn alle erkannt. So, Petra, tut mir sehr leid, aber das war jetzt ein gutes Zeichen. Auch ja, jetzt habe ich einen Herzinfarkt, aber ist egal. So, erzähl bitte weiter. Ich lebe noch. Wo war ich denn jetzt? Ah ja, Papa, genau. Und inzwischen sind wir ein Team, wie gesagt, 90 Jahre. Und er hat sich im Laufe dieser ganzen Jahre, haben wir uns immer mehr angenähert. Und lieben uns inzwischen sehr und ich kann mit Ihnen auch über mehrere Dinge reden. Er schaut mich zwar manchmal mit seinen blauen Augen an, aber er akzeptiert, was seine große Tochter ja, so macht inzwischen und lässt sich auch von mir teilweise behandeln. Also da hat sich schon mal was in den Jahren schon mal etliches getan. So, und jetzt kommen wir auf das Thema, weil mir wurde schon gesagt, schwatz nicht so viel. Möchte ich gerne auf das Thema Erde kommen, weil das hat mich die erste Zeit ziemlich umgehauen, dass ich auf einmal mich mit dieser Thematik auseinandersetzen muss oder darf. Aber jetzt ist es ein Thema, worüber wir reden müssen und dafür bin ich auch dankbar, dass ich es erzählen darf. Die ersten Wochen konnte ich nicht drüber reden. Da hatte ich Pipi in den Augen gehabt und wer mich kennt, ich bin da eigentlich, wer so aus der Medizin kommt, ist man abgeklärter, wenn man so bestimmte Dinge erlebt. Du kannst nicht mit jedem Patienten mitweinen oder wenn irgendetwas Dramatisches passiert ist, musst du bei dir bleiben, in dir bleiben und das Leben geht weiter, wenn man das Leben natürlich versteht. Ja, und dann passierte es vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich habe ja inzwischen schon, ist es bekannt, dass ich Astralreisen, multidimensionale Reisen mache. Und war auch schon bekannt, das war so eins meiner ersten Erlebnisse, die ich hatte. Ich tue sie nur ganz kurz mal eben anmerken. Wer dazu noch Fragen hat, kann das vielleicht dann später machen. Ich will jetzt hier nicht die Zeit an mich reißen. Dass ich dann zum Beispiel, das ist leider noch so, unbewusstes Reisen mache, dass ich dann auf einmal bei meiner eigenen Mutter, wie die auf Intensiv lag, die Silvester vor 4 Jahren leider dann verstorben ist. Ein paar Tage vorher bin ich dann angeblich, und stellt euch mal vor, da wirst du auf einmal als Lügner deklariert und kannst da gar nichts für. Also es gibt Zeugen, dass ich ein paar Tage vor dem Tod meiner Mutter, sie lag auf Intensiv, in der Klinik, wo ich auch auf Intensiv gearbeitet habe, in Köln. Und ja, und dann habe ich mit der Intensivärztin geredet und habe mir natürlich den Stand geben lassen. So war die Aussage meiner Mutter. Und ja, und dann am Nachmittag wurde ich dann in Landshut, Köln sind 560 Kilometer, bin ich von meiner Mutter angerufen worden, warum ich denn zu ihr nicht auf Intensiv gekommen wäre. Das war ja die C-Zeit 2020. Und warum ich dann nicht gekommen wäre, Papa ist ja traurig, dass ich dann nicht zu ihm weitergekommen bin. Und da habe ich gesagt, Mama, ich war nicht in Köln. Ja, warum lügst du denn? Mama, ich war nicht in Köln, ich habe Zeugen, ich habe Praxis gehabt. Das kann nicht sein. Aber die Intensivärztin hat gesagt, sie haben ja eine interessante Tochter, sie heißt Petra, kommt von Landshut, arbeitet als Heilpraktikerin. Und da habe ich gesagt, Mama, glaub mir eines, ich war nicht da. Also wer steht da jetzt als Lügner? Also die Ärztin oder ich? Also lassen wir es mal im Raum stehen. Und so fing eigentlich erstmal die ganze Geschichte an. Also ich war definitiv nicht in Köln gewesen. Also das kann ich sagen. Das Spannende war, ich hatte an dem Tag einen giftgrünen Rollkragenpullover angehabt. Ich liebe Farben. Und das sagte die Intensivärztin, jetzt kommst du, und das stimmte auch, ich habe nämlich dann an mir runtergeguckt, ich habe tatsächlich diesen Pullover angehabt, also das war schon, ja, genau, also um erstmal die Geschichte erzählen, und ich bin dann von einigen Schülern auf Intensiv mal besucht worden, also nicht besucht worden, ich habe sie besucht,
Oder ich bin jemand beim Autofahren, habe mich mit dem unterhalten, weil er gebeten hat, ich brauche Hilfe, ich schlafe sonst ein. Und dann saß ich dann als Beifahrer und habe mich dann die ganze Zeit mit dem Betreffenden unterhalten. Und wenn ich dann, wie er dann ausgestiegen ist und sich bei mir bedanken wollte, war ich weg. Also das sind alles unterbewusste, multidimensionale Reisen. So, jetzt komme ich zu einer bewussten Reise. Und da kommen wir jetzt endlich zu dem Thema. Das war vor ungefähr einem Jahr, bin ich sukzessive in diese Richtung hineingekommen durch Reisen. Das kann ich jetzt inzwischen, geht das bei mir sehr schnell, also bei mir in durch 10 Minuten, dann bin ich außerhalb des Körpers. Das ist natürlich ein wunderbares Gefühl der Freiheit. Und ich habe eine Meisterin, habe ich auch vergessen, ich habe auch einen Meister, aber einen unsichtbaren Meister, aber er ist bei meinen Aura-Technikern, weil ich ja ausbilde und Aura-Chirurgen bekannt, das ist der Aragon mit Doppel-A, Aragon. Und den habe ich, seit 98 kenne ich ihn, seit meinem Nahtod ist er mir nicht mehr von der Seite gewichen. Das war natürlich auch mal zuerst für einen sehr verkopften Menschen schwierig gewesen, aber jetzt inzwischen vertraue ich ihm blind, voller Liebe, und er hat mich bis jetzt nie im Stich gelassen und hat mir schon mehrere Dinge, die ich auch mit dem Thomas Bachheimer gesprochen habe, vorausgesagt, und einiges konnte er mir dann auf jeden Fall bestätigen, aber das hat ja auch nichts mit dem Thema zu tun. Und genau, und dann nahm er mich auch teilweise, um in diese damalige Zeit, in diese Ausbildung zu kommen, hat er mich natürlich immer außerhalb des Körpers rausgezogen. Und dann habe ich sag mal, auf höheren Ebenen saß ich in einem Schulraum und musste das lernen, was ich heute meinen Schülern weitergebe. Und man entwickelt sich weiter. So. Und dann hat er mich jetzt mal wieder vor einem Jahr ohne Vorankündigung aus dem Körper gezogen, mich unterstützt dabei. Und dann hat er nur gesagt, tu mir einen Gefallen, rede in Gedanken nicht so viel. Sag das mal jemand, denkt man nicht an Eiffelturm und du denkst an Eiffelturm. Dann denke ich, du meine Güte, wo will er mich denn jetzt hinbringen? Und dann kam ich mit ihm, war das ein ganz futuristischer Raum. Und da kam ich dann mit ihm an. Und dann war ich erst mal 2 Minuten beschäftigt von meinem Verstand her, wie setze ich mich denn jetzt als Unsichtbarer auf den Stuhl drauf? Da war ich erst mal beschäftigt, wie ich mich jetzt da hinsetze, und er einfach seine Hand auf meine Schulter gelegt und hat gesagt, Petra, setz dich. Und Petra hat sich gesetzt, es hält. Da war ich erstmal mit beschäftigt, und er hat manchmal nicht leicht mit mir, das muss ich gestehen. Und dann guckte ich mich natürlich erstmal rum, und dann sah ich um mich herum, ja, ich sag jetzt mal Außerirdische. Und dann, jetzt kommt es, denk nicht, wenn du dir so Wesen anschaust. Deine Gedanken werden auf diesen Ebenen gehört. Also das kann schon mal teilweise sehr peinlich werden, weil du wirst gehört. Und zwischendurch habe ich immer dazwischen gequatscht. Mei, hast du schöne Augen. Und dann habe ich mich schockverliebt in einen humanoidisch aussehenden, also menschlich aussehenden Teddybären. Seitdem verstehe ich, warum wir Teddybären mögen. Der war sehr groß, ich würde so circa 2,20, 2,30 Bodybuilder, Körper, also ein Teddybär auf 2 Beinen, hat aber noch Ansätze eines Teddybärs gehabt, einen bordeauxfarbenen Raumflottenanzug, und hatte hier irgendwo eine Marke gehabt, so Scotty, beam mich mal nach unten oder Scotty nach oben. Also das erzähle ich echt allen so, das ist mein Eindruck gewesen. Und die Peinsamkeit, ich komme aus der Dreidimensionalität, ja, und quatsch down gedanklich dazwischen. Das ist so schwierig, und ich habe sie manchmal wirklich durch meine Gedanken unterbrochen. Aber da war ich sofort schockverliebt in dieses Wesen. Und er hatte auch da das Sagen an den Abend gehabt. Und da spürte ich eine Aufgeregtheit. Und ich hörte in meinem Kopf, das ging alles telepathisch ab, es sind ungefähr 20 Rassen da.
Und ich natürlich gleich wieder, wow, warte mal, angucken, merken, Petra, meine Schüler wollen bestimmt wieder einiges erfahren, meine Leute. Und sie guckt mich dann ganz liebevoll an und dann immer wieder die Hand von Aragorn auf meine Schulter, hör auf, versuch dich mehr zu zentrieren, Ruhe. Und dann endlich ging es los. Ich denke, dann sagte ich noch zu ihm in Gedanken, warum sitze ich denn hier, wenn ich hier sowieso nur störe? Und er sagt, warte ab. So, und dann kam es, dann hat dann dieser Teddybär, nenne ich mal dazu, frag mich bitte nicht, aus welchen Rassen die da kamen, ich habe nicht gefragt. Aber sie waren definitiv außerirdisch aussehend, teilweise auch so wie du und ich auch. Nur ehrlich gesagt, schöner. Ich sage das mal, schöner. Ja, genau. Und die Ausstrahlung war sehr, sehr aufgeregt, sehr schön, sehr hell, zum Liebhaben, sagen wir es mal so. Und dann sagte, fing er dann endlich an, nachdem ich da so vor mich hingeplappert habe, der Teddybär. Und dann sagte er, so, wir sind heute zusammengekommen, weil tatsächlich Gaia, Mutter Erde, einen Antrag gestellt hat. Es ging ein Raunen durch die Gruppe. Wie ein Auftrag? Doch, einen Antrag gestellt. Und der wurde aufgezeichnet. Und neben mir erschien ein blaues Hologramm. Ich kenne mich jetzt so mit Hologramm nicht aus, aber es war definitiv, wer Star Trek oder Star Wars gesehen hat, wenn die da mit ihren Jedis oder glaube ich Jedi-Ritter geredet haben dann, ne? Genau, und das war ein ziemlich, naja, vielleicht so 2 Meter großes blaues Hologramm, direkt vielleicht knapp einen Meter von mir entfernt. Und wusste schlagartig, keiner hat es mir gesagt, das ist die Erde. In einer weiblichen Gestalt, wunderschön anzusehen. Und ich habe sie, Entschuldigung, angegafft, weil 3D, okay. War auch sofort verliebt in sie und ich sah sie in einer weiblichen Wesenheit. Und das Faszinierende war, sie drückte die Erde aus, zum Beispiel. Das hat sich sehr eingeprägt bei mir. Sie hatte lange Wasserhaare. Also Haare, aber die sahen aus wie Wasser. Aber die hielten sich schön, so wie man lange Haare sich vorstellt, so hüftlange Haare. Und sie bewegten sich wie das Wasser. Um sie herum war Wind. Dann waren sie hatte ein Armband, ein opulentes Armband an der rechten Seite gehabt. Das sah aus wie ein Feuerarmband, also es ist ja, Feuerarmband. Und die Finger waren ein bisschen spooky, die waren so, wie Äste sahen die aus. Also wie kleine Äste. Ja, das hat mich ein bisschen, ja, ich will mal dazu nichts sagen, aber alles andere für mich war wunderschön und perfekt. Ja, und dann kam die Aufzeichnung des Ganzen und ich sah sie im Seitenprofil und ich würde schätzen, ich bin selbst Mutter einer Tochter, sie war so ungefähr 6., 7. Schwangerschaftsmonat und alles um sie herum, auch das Kleid, ja, bewegte sich wunderschön. Und dann ging der Blick, ich sag mal, so nach oben. Wie gesagt, das war eine Aufzeichnung. Und dann kam die Sprache. Und dadurch konnte ich die erste Zeit nicht darüber reden, weil es mich sehr berührt hatte. Und sie sprach zu Gott. Sie hat ihn Mater genannt. M-A-T-E-R, Mater. Und dann sagte sie, Mater, du weißt, wie alt ich bin. Was ich bis jetzt alles getragen habe, alles erduldet habe, auf meinem Rücken, ich habe das alles getragen. Ich habe nie gejammert, ich habe nie geschimpft, ich habe alles getragen in Liebe. Aber weißt du, ich kann nicht mehr. Jetzt kippt es doch schon wieder bei mir. Genau, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Und ich sofort, dreidimensional, wieder dazwischen, aber es war ein Hologramm. Ich konnte da nicht viel stören. Ich habe nur gedacht, mein Gott, also, nein, stopp,
Und dann wusste ich, das wussten wir alle telepathisch, dieser Schwangerschaftsvorgang war gestoppt. Es konnte nicht weiter reifen. Und da habe ich mir gedacht, oh, das ist mir auch passiert, aber während der Schwangerschaft, in der Geburtsphase, dass ich einfach die Kraft nicht mehr hatte, mein Kind zu gebären. Da kennen bestimmt einige Frauen, können da etwas von erzählen. Aber sie sagte schon, sie hat diesen Reifungsprozess gestoppt. Sie hat die Kraft nicht mehr dazu. Und dann war so mein Gedanke, ich bin voll mit dir und habe so auf sie eingeredet mit einem Hologramm. Ja, gut. Und dann kam dann auf einmal ein Raunen. Es war ruhig. Ich habe keinen Gedanken von meinen anderen 20 Rassen da wahrgenommen. Es war sehr viel Mitgefühl und sehr viel Liebe und Verständnis und haben genickt. Und dann kam die Unruhe dazu und dann kam nämlich der Ausruf des Ganzen, was Sie wohl mitbekommen haben, ich klein dreidimensional Dovi, nichts mitbekommen habe, aber ich habe es dann mitbekommen, insofern, dass dann der Antrag, den sie gestellt hat, zu Martha hin, stattgegeben wurde. So, jetzt sagte ich, ja, was heißt denn das jetzt? Das hört sich ja jetzt ganz spannend an. Und daraufhin sagte mir dann mein Teddybär in Gedanken zu mir, Petra, das bedeutet, dass jetzt, und da werden bestimmt einige nicken, das ganze Geschehen wird jetzt in einem schnellen Tempo nach vorne gebracht. Es wird nach vorne gebracht, das habt ihr bestimmt auch schon gemerkt, ich habe immer das Gefühl, die Zeit läuft irgendwie schneller. Es wird an der Zeit gedreht, ist es schon so spät, ist also eine Zeit gedreht und es wird alles jetzt schnelllebiger. Und all das, was jetzt so als Agenden vorbereitet wurden, 2030, 2040, 2050, wird jetzt ins Hudeln gehen, also ins Chaos, ins Durcheinander bringen. Und auch euer Leben, das habt ihr bestimmt auch schon gemerkt, du kannst manchmal dir gar nichts mehr fest vornehmen, weil dann irgendwas geht dann schief. Oder was ich zurzeit sehr viel merke, ist sehr viel Verspätungen, ich fliege sehr viel, Verspätungen, ich bin ja noch glücklich, wenn es eine Stunde ist. Aber die Botschaft war, ich gebe dir also Zeit, in dem jetzt alles schneller reifen darf. Und ich gestatte dir auch deinen Prozess zu beschleunigen. Und darum, habt ihr auch schon gemerkt, sind ja zurzeit, geht es ja drunter und drüber, wettermäßig, wassermäßig, reinigungsmäßig, ich wüsste jetzt gerade nichts anderes genauer zu erklären. Es läuft hier viel ab, aber das immer ins Wort zu bringen, ist immer schwierig. Und das Gute noch an der Sache, noch zum Abschluss dieses Erlebnisses, was ich gehabt habe, ist, ihr Lieben, alles wird gut, wir lieben euch und unsere Geschwister, auch wenn sie uns nicht retten, sind aber trotzdem da, passen im Ganzen auf uns auf, was passiert. Wenn es ganz schlimm wird, dann wird auch mal eine Hand drüber und drauf gehalten. Und da war auf jeden Fall sehr viel Liebe und sie machen sich schon Sorge, dass wir da nicht so auf dumme Gedanken kommen, weil jetzt steht sie unter bestimmten Schutz, Gaia, unter unsere Erde, weil sie ist schwanger und das Kind wird jetzt weiter reifen. Ich würde sagen, von der Symbolik her, die neue Erde oder das, was jetzt kommen wird, das wird jetzt auch im schnelleren Durchgang reifen, weil sie natürlich auch den Zustand gestoppt hat, was sie als so wesen kann. Und ich glaube, ich habe soweit jetzt erstmal das Wichtigste zusammenbekommen, weil es geht so viel bei mir ab. Aber ich glaube, das habe ich jetzt, glaube ich, soweit erstmal auf den Punkt gebracht. Prima, vielen Dank erstmal. Ja. Ich denke, diese Botschaft sollte genau hier auch raus. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum du hier sitzt, dass das erfahren wird.
Und ich denke, es macht jetzt Sinn, den Rainer gleich mal als nächstes zu nehmen, weil der Rainer natürlich genau dazu passend auch seine Erfahrungen mit Mutter Erde hatte. Und ja, Rainer, dann, du hast ja auch schon die Gänsehaut gehabt, als ich dir es erzählt habe von der Petra, also weil das natürlich so zusammenpasst. Ja, was hast denn du neue Dinge jetzt erlebt? Du hattest ja vor 2 Jahren die Vision mit der schwangeren Mutter Erde, das ist also genau dasselbe, oder dass die schwanger wird, nicht? Ja, Rainer, jetzt gebe ich dir mal das Mikro. Was hast du aktuell neu erlebt, beziehungsweise in diese Richtung, was kannst du sagen? Ja, wie ich immer so schön mache, begrüße ich euch erstmal ganz herzlich von Mensch zu Mensch. Wow, danke. Ja, vielleicht eine kleine Vorgeschichte, weil ich glaube ja grundsätzlich nicht an Zufälle. Für diejenigen, wo Litscher nicht da war, nur ganz kurz, ich arbeite ja auch schamanisch und achte natürlich auch drauf, was die Tiere oder die Tierwelt mir zeigt. Und letztes Jahr war das wirklich spannend, interessant. Die, wo da waren, kennen die Geschichte. Ein Tag bevor ich losgefahren bin, ist eine Schleiereule bei mir im Kamin drin gewesen. Ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht und hatte Panik gehabt, weil ich das Kaminloch nicht aufgekriegt habe. Ich habe nur gespürt, da ist ein Tier drin. Okay, ich habe dann einen Vermieter angerufen und der hat dann am nächsten Tag wirklich einen Schlüssel gefunden, wo er das Kaminloch aufgekriegt hat. Und dann hat er tatsächlich eine Schleiereule bei mir aus dem Kamin rausgeholt und wieder in die Freiheit entlassen. Da dachte ich, ja, okay, Schleiereule, schaue ich mal in meinem schlauen Buch nach. Was hat das für eine Bedeutung? Die Schleiereule steht für Einweihung, aber sie fordert dich auch auf, dich mit deinen Schattenthemen nochmal auseinanderzusetzen. Ich bin dann zum Peter hochgefahren und zwar auch letztes Jahr eine fantastische Veranstaltung. So, ich sage jetzt mal so, was ich so empfange aus der geistigen Welt, letztes Jahr stand so die Veranstaltung unter der Rubrik die Einweihung. So, und dieses Jahr, wieder ein Tag bevor ich losfahre, kam ein Schmetterling ins Haus. Eine Woche vorher schon und genau am Donnerstag wieder, ich hatte gerade meine ganze Bücherkiste zusammengeräumt, kam der Schmetterling ins Wohnzimmer rein. Und ich beobachte den Schmetterling, habe ihn dann vorsichtig wieder eingefangen, wieder in die Freiheit gegeben. Und dann schaue ich natürlich nach. Aus schamanischer Sicht kann man immer sagen, wenn gewisse Tiere in dein Leben kommen, ist es ein Hinweis, dass ein neues Krafttier zu euch möchte, ein neues Seelenführer. Und dann schaue ich, was bedeutet der Schmetterling? Der Schmetterling bedeutet, von der Raupe zum Schmetterling Metamorphose. Geistig gesehen können wir jetzt behaupten, und ich habe es auch einen Tag vorher noch in meiner Telegram-Gruppe reingeschrieben, ich habe ein sehr gutes Gefühl für mich, für mein Zuhause, und habe auch ein gutes Gefühl, ich habe es dann auch in meiner Gruppe reingeschrieben, dass diese Veranstaltung unter einem guten Stern steht, wenn der Schmetterling mich begleitet, also unter Metamorphose. Was Mutter Erde angeht, ich kriege das ein bisschen anders rein, ich kriege dann die Bilder. Ich habe damals 2022 für diejenigen nur ganz kurz erzählt, ein klares Bild im Kopf bekommen. Zuerst sah ich nur Spermien, die eine Eizelle befruchten und dann wie eine Frau, eine Menschenfrau, 9 Monate braucht, um das Kind auf die Welt zu gebären. Und dann kam das große Bild. Das große Bild von Pachamama. Ich sah also, wie Pachamama durch einen Energiestrahl aus dem Zentrum der Galaxie befruchtet wurde und wie sie jetzt bereits das neue Kind, oder wie du auch wahrgenommen hast, wie Mutter Erde bereits eine neue Erde in sich trägt. Und so wie eine Menschenfrau
9 Monate braucht, ein Kind auszutragen, braucht unsere göttliche Mutter oder Pachamama 9 Jahre. Das wäre dann 2031 und es gibt ja viele hellsichtige Medien, die berichten ja ab 2030, 32 wird die Transformation abgeschlossen sein. Was ich jetzt aber feststelle, ich hatte die letzten Monate viele heilige Feuer gemacht. Und im Schamanismus ist einfach, wenn man Feuer anzündet, das ist was Heiliges. Ihr solltet allgemein alles, was er tut, irgendwo eine Heiligkeit geben, dann gibt es noch viel mehr Kraft. Und wisst ihr, es gibt keine Zufälle. Ich hatte am Freitagabend wieder mein heiliger Feuerkreis eröffnet und ich wusste das gar nicht. Das war genau an dem Tag, wo die Olympia-Eröffnungsfeier ist. Und ihr wisst, was dort zelebriert wurde. Und wir hatten da in der kleinen Gruppe ein Feuer gemacht. Und ich verbinde mich dann ganz stark mit Mutter Erde, mache meinen Feuertanz. Und dann habe ich gespürt, wie wir über unsere Feuerstelle das Portal nach oben geöffnet haben. Und da möchte ich euch wirklich einmal ein paar Impulse geben. Macht euch nicht klein. Wir haben so ein Riesenpotenzial in uns und ich spüre das und ich kriege das täglich immer wieder bestätigt, dass wir mit unserer Gedankenkraft, mit unserer Schöpferkraft jetzt die Dinge verändern können, zum Positiven. Und ich habe wirklich, wir haben da wirklich ein Lichtportal ins morphische Feld reingegeben, quasi sozusagen als Gegenpol, genau zu dem, was bei der Eröffnungsfeier zelebriert wurde, weil da wurde ja eindeutig satanisch zelebriert, da will ich jetzt aber auch gar nicht tiefer reingehen, weil wir wollen uns diesen Energien nicht mehr aussenden oder beschäftigen. Ich kann euch wirklich raten, weil jetzt haben wir, was ja auch schon erzählt wurde, eine unglaubliche Beschleunigung der Zeit. Und wir haben jetzt wirklich die Möglichkeit, im Hier und Jetzt die Dinge neu zu kreieren und zu schaffen. Deswegen rate ich immer, achtet auf euch, wo steht ihr gedanklich? Ihr habt es vielleicht ja auch mitbekommen. Die versuchen natürlich, die Menschen in ihrem Energiefeld nach unten zu bringen, in die Angst zu bringen. Und das machen die ganz bewusst. Fühlt mal selber rein, nachts zwischen 2 und 3 Uhr nachts fangen sie an uns zu bestrahlen mit Frequenzen. Und ich hatte also auch bei mir auf dem YouTube-Kanal, will ich vielleicht ganz kurz erzählen, vielleicht kommt dem einen oder anderen da was bekannt vor, die letzten Wochen, wo es so heiß war, habe ich ein Video dazu gemacht, es liegt was in der Luft. Und viele berichteten mir, und jetzt wird es wirklich spannend, dass die Sonne nicht mehr die Qualität hat wie früher, dass viele wirklich spüren, wie die Nase brennt, die Augen brennen, man kriegt Hautausschlag, die Sonne war also von der Strahlung her sehr aggressiv und ich habe das auch gemerkt. Und als ich das Video bei mir angesprochen habe, bei mir auf dem YouTube-Kanal, war mein Schwiegersohn da, und wir haben Fotos gemacht und man konnte wirklich sehen, über unserem Haus richtig die Wolkenbildung wie Skalarwellen. Also die arbeiten natürlich mit Frequenzen, um uns im Bewusstsein zu drücken. So, und jetzt ist es besser, das war nur ein paar Wochen die Zeit. Und wenn Regen kommt, aus Schamanisch, ich habe da eine Vision gekriegt, Regen bedeutet also immer Reinigung. Und wenn ich jetzt, ich hatte bei meinem letzten Lagerfeuer eine schöne Vision bekommen und da habe ich gespürt, wenn ich so Richtung Westen schaue, wo die Sonne untergeht, der Westen steht aus schamanischer Sicht, was ich jetzt als aus der spirituellen Sicht wahrgenommen habe, für die Kraft des Feuers. Der Norden
steht vom Element her für die Kraft des Wassers. Wasser bedeutet immer Reinigung. Der Osten, wo die Sonne aufgeht, steht eindeutig für das Element Luft. Wenn Luft kommt, kommt Veränderung ins Leben. Müsst ihr jetzt einfach mal auch auf der höheren Ebene sehen. Und der Süden, das Element, die Süden steht für das Element Erde. Und Erde, habe ich ganz klar reinbekommen, steht für Neugeburt. Und ihr Lieben, wir stecken jetzt mitten in dem Prozess drin. Und wir sind jetzt wirklich alle aufgefordert, uns mit Mutter Erde zu verbinden, weil sie braucht jetzt unser aller Unterstützung bei der Transformation der Welt. Und ich kann nur jetzt wirklich nur von mich sprechen. Ich weiß, dass im Außen auf 3D viel gerade aus dem Ruder läuft. Aber ist das noch wirklich mein Spiel? Viele reden vom Aufstieg. Ich sage, wir müssen erstmal aus diesem System, aus diesem künstlich generierten 3D-Matrix-Spiel aussteigen, indem wir dem alten Energie immer mehr Energie entziehen, um dann gemeinsam mit Mutter Erde den Aufstieg anzutreten. Und das haben wir jetzt alle gefordert. Ich danke euch ganz herzlich. Ich habe die Pointe noch vergessen. Genau, und zwar kam ganz klar und deutlich heraus, da hast du mich jetzt gerade unterstützt, ich denke, das muss ich noch kurz sagen. Also es kam ganz klar und deutlich, macht euch keine Sorgen, wir machen es euch so leicht und so angenehm wie möglich. Jeder empfindet ja auch Schmerz zum Beispiel anders, ne? Der eine, ich glaube, ich brauche nicht mehr zu erklären. Aber den Satz möchte ich gerne noch sagen, weil den habe ich klar und deutlich von meinem Teddybären gehört. Und zwar sagte er, der Antrag wurde gestellt, dass es insofern aussieht, dass es für uns alle ein bisschen rumpelig wird, ich sage mal ruppig oder rumpelig wird, 6 Wochen. Und ich bin kein Fan von Daten und Zeiten, überhaupt nicht. Da mache ich immer so. Aber das kam klar und deutlich und das habe ich klar und deutlich gehört. Und ich glaube, 6 Wochen, wenn es mal ganz ungemütlich wird, glaube ich, werden wir überstehen oder überleben, oder? Das war mir ein Bedürfnis, euch das nochmal zu sagen, weil das war wichtig. Entschuldigung, Susanne. Nee, wunderbar. Jetzt. Das war ja wichtig und es passt, was ich auch von anderen, also lustig ist, die Formulierung Rumpelig, die kennen wir vor 2 Jahren noch von dem Holzfäller, der das genau gesagt hat, es wird Rumpelig, aber die Zeit ist begrenzt. Und deswegen eine gewisse Vorsorge, das ist auch geerdet, sollte man machen. Es wird Zeiten geben, wo man besser zu Hause bleibt. Aber genau, es spielt sich, also was ich so gehört habe von verschiedenen Quellen, genau, so zwischen 4 und 6 Wochen ist immer die Zeit, die so kommt. Ne? Das passt, also da könnt ihr euch drauf einstellen und das ist auch leistbar, denke ich, da sich vorzubereiten. So, aber jetzt machen wir es einfach heute umgekehrt, weil jetzt will ich die Susanne natürlich auch ins Spiel bringen erstmal. Ja, der Rainer hat ja schon ein bisschen so eine Brücke gebaut. Ich würde jetzt einfach dir mal einfach die freie Bühne geben, was dir jetzt so einfällt, was du jetzt sagen würdest zu dem Thema, was kommt, was mit uns ist, was wir machen sollen. Okay, ich möchte euch da wieder mit einbeziehen. Ich habe Stichpunkte dabei. Ihr könnt wählen, womit ich anfangen soll, A oder B. Ich habe Einspielungen seit gestern Abend bekommen. Wichtige Sätze, ich versuche das im Staccato-Stil zu machen, also nicht jetzt groß reden, sondern euch das vorzutragen. Und die zweite Sache ist, ich habe Nachrichten von den Ahnen, spezifisch von Soldaten und Gefallenen. Womit soll ich anfangen? Ist es A, zeigt mir mal bitte die Hand. Okay, machen wir die Gegenprobe mit den Ahnen, sind fast gleich,
Ja, fangen wir mit dem ersten an. Also fangen wir mit dem ersten, glaube ich, ja, an. Ne? Genau, ja. Staccato-Stil. Ich kann euch teilweise nichts dazu sagen. Ich muss auch selber dann gucken, was diese Botschaften für mich bedeuten. Erste Sache, intensiver Traum heute Nacht, detailliert, sehr ergreifend. Ich habe unseren Kongress gesehen und dieses scheiß Abendmahl ist aufgetaucht. Die anderen haben die Vorgeschichte schon mitgekriegt, auch ein Kollege, der hier letztes Jahr auf dem Sofa gesessen war, hat dieses Bild auch schon eingespielt. Das hat mich ziemlich schockiert, dass ich dann in allen Details uns als Gemeinschaft gesehen habe. Das würde allerdings auch für uns bedeuten, dass es jetzt eine Weile eine anstrengende Zeit wird danach. Es ist euch reingegeben, was ihr jetzt damit macht. Was ich damit mache, ist auch nochmal was anderes. Ja? Könnt ihr das so einfach mal im Hinterkopf halten? Nächste Aussage. Da haben viele seit gestern aus der, in meiner Community auf Telegram geschrieben und auch auf den anderen Kanälen, sie hätten in dem Moment, wo wir gestern über die Ahnen gesprochen haben, einen Schmetterling gesehen. Ja, der war. Ja, ich habe das alles gelesen von euch schon. Ist auch ein Zeichen, ne? Weil sonst, ihr habt es ja geschrieben, war er weg. Nur in dem Moment, komisch, in diesem abgesperrten Raum. Lass mal auch einfach mal so stehen. Manche sagen vielleicht von euch so ein Quatsch, ja, so ein Schmetterling. Aber ne, genau in dem Moment. So, nächstes. Ich habe die Einspielung gekriegt, auch da muss ich noch drüber nachdenken. Unser Land hat die Parallele zu Palästina. Ob das jetzt die Ereignisse sind oder ein Schicksal, was uns erwartet, oder ob da was passiert bei uns, weiß ich nicht. Es scheint so zu sein, dass auf einer anderen Zeitlinie hier in unserem Land etwas passiert. Ohne Wertung bitte, ja? Im Hinterkopf. Nächste Einspielung. Ich habe sehr konkrete Warnungen mit Sprachnachrichten von Hellsehern aus verschiedenen Ländern bekommen, parallel, drei Leute, Schweiz, Deutschland und ich weiß jetzt gar nicht mal das dritte Land. Wir sollen uns ab heute hüten, weil in unseren Reihen diabolische Kräfte eingeschleust worden sind. Crowley sagt euch was, oder wie heißt der? Crowley? Ja, also, aber ihr braucht keine Angst haben, auch wir hier vorne sind tief im Glauben. Ich bete vor jedem Vortrag und auch vor dieser Sitzung hier habe ich für uns gebetet. Und es wird uns nichts passieren. Auch so? Klar? Vielleicht noch ein bisschen, was euch erwarten wird, also gerade weil wir sehr viele empathische Menschen sind. Auf uns kommt zu, heißt Trauer, Mitgefühl und die Unerträglichkeit, dass es Menschen gibt in deiner Nähe, die diesen Gang in diese Zeit nicht schaffen werden. Psychisch, eventuell auch körperlich. Also bereite dich da ein bisschen drauf vor. Diese Menschen gehen aber nicht, das werdet ihr nachher hören, wenn die Ahnen erzählen, sie gehen in eine andere, also in unsere Heimat zurück. Auch soweit klar? Das ist das Aktuelle. Ach ja, und ich soll euch noch sagen, vielen, vielen Tränen von gestern wurden gesehen.
So, jetzt möchte ich euch Dinge erzählen, die sind verstärkt seit dem 12.09. reingekommen. Also ich habe euch jetzt möglichst aktuelle Sachen mitgebracht. Es handelt sich hier, Sie kommen gleich zu Wort, um Gefallene. Um Soldaten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und ihr müsst euch das jetzt vorstellen, das ist jetzt wie ein Dialog. Ich frage die dann oft was und dann kommen die Antworten. Die habe ich hier immer mitgeschrieben, ich dokumentiere alles oder ich mache oft auch Sprachmemos, wo ich diesen Dialog auch aufnehme. So, ich habe sie gefragt, warum sie jetzt auftauchen. Was das für ein Phänomen sein soll, dass sie jetzt alle auftauchen. Sie sagen, weil jetzt Erntezeit ist und durch das reiche Gehen von Menschen aus ihrer irdischen Form können die Seelen, hört gut zu, abgefangen werden. Es gibt verschiedene Arten, sie darin zu hindern, in ihre geistige Heimat zurückzukehren. Und zwar dadurch, dass man ihre normalen Sterbeprozesse durch technisches Eingreifen, sagen sie hier, verhindern. Die Seelen bleiben dadurch erdgebunden. Wer meine Videos kennt, vor 2 Wochen haben wir ja über diese komischen Sterbephänomene auch gesprochen, wenn ihr euch erinnert. Ja, also das taucht hier auch auf. So, und dann sagen sie, das war auch, es wäre so gewesen in den zurückliegenden Kriegen, nur ist es bei ihnen so, dass man ihnen ihre Würde geraubt hätten. Und sie könnten ohne Besitz ihrer Würde, ihrer Ehre, ihrem Heilsein nicht nach Hause gehen. So bleiben sie verhaftet. Es kommt zu Phänomenen wie nach dem Zweiten Weltkrieg, weil hier unzählige Seelen, auch besonders von jungen Männern, es sind sehr viele junge Männer, 16-, 17-Jährige waren ja auch bei. Und sie sagen, sie können erst gehen, wenn die Würde wiederhergestellt ist, weil dann keine Rechnung mehr offen stünde. Ist das für euch so ein bisschen nachvollziehbar oder ist es zu schräg jetzt, was ich euch erzähle? Dann, ich möchte mich jetzt bitte nicht erheben, ich zitiere so, ich habe sie gefragt, warum diese unzähligen Soldaten mit mir in Verbindung treten. Und sie haben gesagt, weil ich ihre Würde wiederherstellen kann. Und ich wäre ihre Herzenskönigin. Komischerweise hat genau diesen Ausdruck auch zum Beispiel der Frank Köstler, kennt er vielleicht, er sagt immer, wenn ich Vorträge gehalten habe, du bist die Königin der Herzen. Ja, und sie sagen, die Hoffnung liege auf mir, weil ich wie ein Nadelöhr wäre, durch das sie nach Hause kehren könnten. So, dann habe ich sie, ungläubig wie ich bin, ich glaube denen oft nicht, ich will dann immer diskutieren, dann sage ich ja, warum denn ausgerechnet ich? Dann haben sie gesagt, weil dein Vater, ich muss dazu sagen, er ist der jüngste Ritterkreuzträger Deutschlands, mit 16, 17 war er im Krieg und ist hochdekoriert heimgekommen und er hat damals seinen Freund, der auch 16 oder 17 war, zerfetzt vom, Kriegsfeld in den Graben, in den Schützengraben, sagt man ja, glaube ich, unter Bomben und Kugelhagel zerfetzt reingeholt, um ihm die Würde zu geben. Und nach dieser Aussage war das der Grund, warum sie in meinen Vater, also geistig, wie soll man sagen,
reingegangen sind. Er hat es eingekapselt, er hat nie über den Krieg mit mir geredet, außer in dieser Szene, wo er diesen Hermann, heißt er, vom Feld geschleppt hat. Und sie sagen, mein Papa musste nicht mit mir reden, weil das wäre ohne Worte auf mich übergegangen. Und das wäre der Grund, warum ich diese Aufgabe hätte. Dann habe ich gesagt, sie soll mir vom Leib bleiben. Ich wäre ein alter Schisser, habe ich ja gestern auch gesagt. Und das traue ich mir nicht zu, ja. Weil das ist mir eine zu große Herausforderung. Und ich weiß, wenn ich dieses heiße Eisen anpacke, dann wird es mir vielleicht nicht gut ergehen. Dann bezahle ich das mit dem Tod. Dann haben sie gesagt, das ganze Heer stünde hinter mir. Tausende von Soldaten stehen hinter mir. Und ich bräuchte keine Angst haben. Sie würden mich tragen. Und ich müsste nicht davonrennen wie vor einer Flutwelle, die mich ersäufen will, haben sie gesagt, sondern sie tragen mich auf ihren Händen dem Licht entgegen. Dann nächste Frage, die ich Ihnen gestellt habe. Was denn Jesus für eine Bedeutung hat. Ihr müsst dazu wissen, ich habe ja euch gesagt, mein Ratgeber oder da, wo ich meine Botschaften herkriege, ist Jesus. Und da habe ich sie gefragt, was hat Jesus da für eine Bedeutung? Und dann haben sie gesagt, er hat uns aufgefangen und hat uns getragen. Und deswegen wärst du an diesem Soldatendenkmal, das ist übrigens in Rot an der Rot, da wo ich beim Rainer eingeladen war, da war ich jetzt zweimal. Und es ist überlebensgroß, wisst ihr? Und dieser Christus trägt einen Soldaten. Und ich bin dann heulend vor dem Denkmal, jedes Mal zusammengebrochen, minutenlang. So, dann habe ich sie noch gefragt, warum sie denn jetzt da kommen. Dann haben sie gesagt, warte mal, wie haben sie angefangen? Genau, weil das immer zyklisch passiere, immer, wenn es eine riesige Menge an Seelen gäbe, die dem Licht zustreben und die man daran hindern wolle, gäbe es ein auflösendes Phänomen, eine Art Nadelöhr, durch das diese Heimkehr ermöglicht würde. Und Jesus wäre so jemand gewesen. Er erscheint immer dann zyklisch, wenn der Tod und das Chaos und die Bedrängnis der Menschen am größten ist. Nur in dieser Menschenform könnte man den Zustand auflösen und den Weg frei machen für die Rückkehr der Seelen. Von daher stamme auch der Begriff, ertrage die Sünde und das Leid der Welt. Ist es soweit noch alles verständlich für euch? Dann habe ich wieder gehadert und habe gesagt, warum sie sich denn keinen jungen Menschen aussuchen und dann noch eine Frau. Dann haben sie gesagt, es gibt doch dort kein Alter und wir wären doch ewige junge Seelen ohne Vergänglichkeit. Und es würden jene als Nadelöhr ausgesucht werden, die Auserwählte und Gesandte sind, weil sie über eine einzigartige Klarheit und Reinheit verfügen.
Ja, dann lasse ich einen ganzen Part aus, weil dann habe ich immer noch gehadert und gehadert und dann haben sie mir 10.000 Sachen erklärt, wie sich das in meiner Kindheit doch schon gezeigt hat. Ich habe da, muss ich dazu sagen, als Kind und Jugendliche 3 Meter große damals Tapetenbilder gemalt, riesige Ausmaße mit Jesus-Motiven drauf. Und ganz komischerweise habe ich ein Krippenbild. Und da habe ich intuitiv meine Mama und meinen Papa in das Gesicht von Maria und Josef reingemalt. Und ich habe immer im Kunstunterricht lauter solche komischen Motive gemalt. Und ich habe immer bei unserem Kunstlehrer, der hat fast Haarausfall mit mir gekriegt, selbst beim Töpfern, habe ich Kriegsgefallene modelliert, wo die anderen Kinder alle Krüge und Blumentöpfe gemacht haben. Also wie gesagt, da haben sie unglaublich viel erzählt. Ich will euch vielleicht nur noch das Wichtigste zuletzt. Die Aussagen lassen wir jetzt einfach auch mal stehen. Die dürfen wir nicht diskutieren, sondern einfach so mal ruhen lassen oder wirken lassen. Sie sagen dann, man hätte sie alle umbringen wollen, auch die ganz, ganz Jungen. Man könne sie aber nicht vernichten. Ihre Körper könnte man ihnen nehmen, aber nicht ihren Geist. Das war übrigens am 17.09., wo sie das gesagt haben. Ja, da sprechen sie eine Warnung aus für uns in unserem Land hier. Sie sagen, die, also nicht wir, sondern die Oberköpfe, oder also die fürchten die energetische Kraft in diesem Land. Deswegen versucht man Deutschland wieder in die Rolle des Kriegstreibers und Bösen zu drängen. Dies wäre die Rechtfertigung und Bestätigung dafür, dass man die aggressiven Deutschen eliminiert, ob ihrer Schuld und bösen Absichten. Ich glaube, euch ist die Bedeutung klar, ne? Wenn das abgleicht. So, dann das nächste ist auch sehr wichtig. Ich habe sie gefragt, wie man die Würde wiederherstellen kann. Sie sagen, die Würde für uns Gefallenen des Krieges trete dann ein, wenn man Tränen für sie weinen würde. Wisst ihr, was das dann also für eine Bedeutung gestern hatte? Eure Ahnen, ja, und die Tränen, die ihr ihnen geschenkt habt. Ja, also sie sagen, wenn man Tränen für sie weinen würde und ihren Namen nennen. Und auf das letzte Video, bitte guckt euch das an, das ist vom letzten Sonntag, da habe ich dieses Thema das erste Mal geoutet. Glaubt mir, das ist für mich wahnsinnig viel Überwindung, weil ich natürlich dann auch Angriffe kriegt dadurch. Aber nach diesem Sonntagsvideo sind Tausende von Menschen auf die Friedhöfe, haben ihre Fotoalben rausgeräumt, haben ihre Großeltern umarmt, ja, haben Kerzen aufgestellt vor ihren Ahnenbildern. Und darum geht es hier, dass wir hier die Würde wiederherstellen. So, dann, da wurden sie dann auch ziemlich vehement, ich bin gleich fertig. Es wäre ein Irrglaube, dass man uns einreden würde, sie wären tot. Ich nehme hier Bezug auf das, was ich euch gestern gesagt habe, wo sie mich mit Psalmen zugeklopft haben, ich würde mit Toten reden und dann werde ich vertilgt von Gott und sowas. Also sie sind nicht tot, ja? Sie würden sich strengstens dagegen verwehren, sie seien nur totgesagte Lebendige und lebendiger, also mancher lebende Tote,
der hier herumlaufe. Man habe die Seelen durch die Entwürdigung und das Totschweigen des großen Unrechts in der Materie gehalten. Sie wären noch erdgebunden, doch nun würden sich die Geister, die sie quasi hier materialisiert gehalten haben, würden sich ihre Geister gegen sie wenden. Vorletzter Abschnitt. Sagt den Menschen, damit seid ihr gemeint, wir sind ein friedliches Volk. Man hat uns gezwungen in den Krieg. Wir lieben unsere Äcker und Wälder. Wir lieben unsere Frauen und Kinder. Wir wollen friedlich das Brot und den Wein teilen, aber drängt unser Land um Gottes Willen nicht mehr mit Blut. Nicht schon wieder. So, letzten Zeilen. Gott wird mit uns sein. Es gilt, diesen Kampf zu kämpfen, nicht gegen Menschen und Regierungen, sondern den Geist, der die Liebe nicht erträgt. Wir dürfen uns mit ihm verbinden, weil man uns den deutschen Geist genommen hat. Sie stünden an unserer Seite und hinter uns würde ein ganzes Heer stehen. Wir sollten nicht denen glauben, sie wären tot. Ihre Hilfe ist in reinster Absicht und in Liebe zu ihren Familien getragen. Und es wäre ein Grundrecht, seine Familien zu schützen und ihnen zu helfen. Damit Ende der Durchsage. Danke, liebe Susanne. Wow. Also ich habe jetzt schon wieder so ganz deutlich gemerkt, also ich habe hier gar nichts zu sagen. Das macht jemand da oben. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute wieder jetzt hinter uns stehen, die wir nicht sehen. Aber es ist für mich klar. Also erstmal die Sache mit der Mutter Erde sollte raus, was der Rainer gesagt hat. Und jetzt auch ganz klar die Botschaft von der Susanne. Die soll jetzt raus. Das ist genau der Grund, warum sie hier ist, warum wir hier alle sind, und dann mische ich mich da auch nicht ein. Und ich bin mir relativ sicher, ich bin ja nur ein Techniker, ich weiß, wie heißt das schön, shit happens, aber wenn was am Freitag super funktioniert hat und jetzt auf allen Wegen nicht funktioniert, dann hat das einen höheren Sinn. Also der Egon sollte am Anfang nicht sprechen, Punkt, Ende, aus. Ich habe damit nichts zu tun. Aber jetzt hoffen wir mal, der Gadda, da hat ja viel gearbeitet und jetzt gucken wir mal, ob wir den Egon jetzt reinkriegen. Wir werden die Pause etwas nach hinten schieben, dass der Egon jetzt erstmal ein bisschen Zeit hat, seine Sachen zu erzählen, die er vorbereitet hat. So es denn jetzt funktioniert. Es klingelt, das ist gut. Wir hören schon mal das Klingeln. Ja, Egon? Ja. Hallo? Hallo, ich höre nicht, ich höre nicht. Das Problem ist, man muss ihm jetzt sagen, man muss anfangen. Kriegst du das hin? Ja. Wie lange habe ich Zeit? Halbe Stunde? Ja. Halbe Stunde. Und leiser musst du ihn machen. Ja. Er ist ziemlich laut. Den hört man noch in Kirchheim. So, einen schönen guten Tag, also mit etwas Verspätung und einigen technischen Problemen. Ja, schöne Grüße aus einem sonnigen Österreich. Ja, so ist gut.
Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören und verstehen. Also ich habe bisher nichts mitbekommen, was da läuft, außer dass es ein paar technische Probleme gegeben hat. Ja, ja, ich möchte heute ganz kurz reden über die aktuelle Situation und soweit ich kann ein paar Aussichten auf die nächste Zeit. In den letzten Monaten hat sich ja sehr viel getan auf energetischer Ebene. Also besonders wichtig ist, dass die Schwingung sich dramatisch erhöht hat und dass wir jetzt, sagen wir so, einen Oktavenwechsel, einen energetischen Oktavenwechsel vollzogen haben. Das heißt, man kann die energetischen Ebenen in Bandbreiten einteilen und jetzt sind wir dabei, quasi von einer Bandbreite in die nächst höhere zu gehen. Und das hat dramatische Auswirkungen, also auf alles, auf die Erde, auf die Sonne und auf den Körper und so weiter. Dann gab es am 19. August einen bemerkenswerten Supervollmond und der hat ziemlich drastische Auswirkungen. Und zwar haben wir dann die Kollegen gesagt, dass mit diesem Supervollmond zugleich eine große Reinigungsphase, eine energetische Reinigungsphase angefangen hat, die sich dann ab September im Inneren und Äußeren auch auf der 3D-Ebene manifestieren wird. Und diese Reinigung, dieser Oktavenwechsel, der wirkt sich dann auf die individuellen Menschen aus, Körper, Gefühle, auf den Verstand, auf die mentale Ebene und natürlich auch auf die ganzen energetischen Körper. Es hat auch eine Auswirkung auf die Kollektive. Die Kollektive meine ich auf die Staaten, Gesellschaften, auf alle Systeme, ja, also egal, ob es dann ein politisches System ist oder Wirtschaftssystem, Finanzen, Börsen, Gesundheit, alles Mögliche. Und dann auch noch auf die Erde. Auch die Erde wird jetzt, hat das geheißen, vermehrt sich quasi auf der 3D-Ebene ändern. Ja, in Österreich haben wir das ja mitbekommen, wir haben eine große Überschwemmung gehabt. Das heißt, die Erde hat sich ja schon seit Jahren langsam verändert, aber jetzt wird es so richtig heftig werden. Also die Erdveränderungen werden schneller und stärker. So, jetzt möchte ich ein bisschen bei der Schwingungserhöhung möchte ich ein bisschen was dazu sagen, weil da gibt es eine bemerkenswerte Sache. Die Schwingung hat sich ja schon seit Jahrzehnten erhöht, aber nur halt ganz Anfang. 1979, 1980 bin ich das erste Mal draufgekommen, hey, die Schwingung steigt, die globale Schwingung steigt. Zwar minimal, aber sie ist gestiegen, jedes Jahr. Aber okay, aber das war so schwach, die Schwingungserhöhung, dass ich es nicht spüren konnte und keine Auswirkungen bemerken konnte. Also habe ich es ignoriert. Dann kam das ominöse Jahr 2000, ja, wo halt viele gesagt haben, da passiert ganz was Schreckliches. Ich habe nichts festgestellt. Energetisch wie immer, die Erde hat sich ein bisschen erhöht, die Schwingung hat sich erhöht, aber war es nicht dramatisch. Und dann kam das bemerkenswerte Jahr 2012. Und da habe ich schon Jahre vorher gesehen, da passiert irgendetwas Energetisches, ja? Aber nicht auf der 3D-Ebene. Ja? Und es hat sich energetisch dramatisch was geändert. Nämlich, die Kollegen haben das später erklärt, 2012 wurden gewisse Portale quasi angebunden und die Schwingungserhöhung hat sich, sagen wir so, verstärkt. Wenn man das vergleicht, also was 2013, 2014 pro Jahr an Schwingungserhöhung dazugekommen ist mit den Jahren davor, vor 2000, dann ist das ein riesengroßer Unterschied. Ja, und jetzt hat sich quasi die Schwingungserhöhung noch einmal dramatisch gesteigert. Also was jetzt teilweise bei diesen kosmischen Strahlen, die an einen bestimmten Tag reinkommen, vergleicht, ja, das ist früher in einem ganzen Jahr nicht passiert. Ja. Wenn man diese Schwingungserhöhung als Kurve aufzeichnet, dann ist es eine exponentielle Kurve. Also bis 2012 war es ganz flach, von 2012 bis ca. 2022, da sind wir schon quasi in die Biegung hinaufgegangen und jetzt symbolisch gesprochen, da geht es vertikal hinauf. Also wirklich, was teilweise jetzt an bestimmten Sonnenstürmen reinkommt, welche kosmischen Energien da reinsausen, das ist unglaublich. Ja. Und also
nur damit man weiß, die Schwingungserhöhung hat schon, ich weiß nicht, wann die angefangen hat. Ich bin erst 79, 80 draufgekommen. Das ist relativ wichtig, weil ja die Auswirkungen spüren ja viele Leute schon. Also ich habe Mails bekommen und in Kommentaren gelesen, dass die Schwingung, dass die Menschen körperliche Symptome haben, psychische Symptome haben und das nicht erst seit ein, zwei Jahren, sondern seit langem. Das heißt, da haben dann auch die Kollegen gesagt, ja, 2012, nach diesen Portalsachen, haben viele Menschen angefangen, ihre Schwingung zu erhöhen und sich zu verändern. Und da ist ganz was Merkwürdiges passiert. Ich habe 2012 angefangen, in Prophezeiungsforen zu lesen, habe auch in einige Beiträge verfasst. Und zwischen 2012 und 2015, 16 hatte ich teilweise katastrophale Visionen und Träume. Zum Beispiel, ich habe eine Vision gehabt, dass ein Kataklysmus passiert. Ich bin auf einer Wiese gestanden, die Erde hat zum Wellen angefangen und dann habe ich von Westen her eine Feuerwand gesehen. Und dachte, okay, jetzt ist alles aus. Ja. Oder ich habe halt so etwas Ähnliches wie einen Dritten Weltkrieg gesehen. Ich habe einen Bürgerkrieg in Deutschland gesehen. Ich habe gesehen, wie Banden herumgezogen sind, gemordet und geplündert haben. Und nicht nur ich, sondern in diesen Foren hat es sehr viele oder einige mediale Leute gegeben, die auch das geschrieben haben. Und dann ist ganz was Seltsames passiert. Nach 2016, 2017 habe ich nie wieder solche Visionen gehabt. Keine Kataklysmen, keinen Dritten Weltkrieg, keinen Bürgerkrieg in Deutschland. Und alle anderen medialen Leute haben das auch nicht gesehen. Was heißt das? Ich habe dann nachgefragt. Okay, und die geistigen Kollegen haben gesagt, naja, ganz einfach, mit 2012 haben viele Leute angefangen, ihre Schwingung zu erhöhen. Sie haben sich innerlich geändert, sie haben zum Strahlen angefangen und das hatte Auswirkungen auf die Zeitlinien. Das sind einfach die fürchterlichsten Dinge, sind dann quasi 2015, 2016 nicht mehr quasi manifestierbar gewesen, weil die Energie, die globale, sich geändert hat. Und da sieht man wieder, wie wichtig ist, dass die Leute quasi, dass die Menschen einfach energetisch den Prozess zulassen, dann verändert sich etwas. Ja. Der Schwingungserhöhungsprozess ist ganz natürlich. Man müsste nichts dazu tun, man muss ihn nur zulassen. Nur das Problem ist, dass eben durch die Schwingung, wenn man jetzt quasi in die nächste Oktave wechselt, dann muss man alles loslassen. Man muss den Körper sich reinigen lassen, man muss die Emotionen durchfließen lassen, man muss die mentalen Sachen loslassen, seine Vorstellungen und Einstellungen muss man loslassen, sonst kriegt man ein Problem. Also es hat eine große Zeitlinienänderung zwischen 2012 und 2016 gegeben und jetzt ist es wieder so. Jetzt quasi haben wir wieder den Fall, dass wir durch unsere Strahlung, durch die Schwingungserhöhung, die Zeitlinien ändern werden. Also wenn ich jetzt mal schaue, quasi, was in nächster Zeit auf uns zukommt, dann sehe ich, so wie ein paar andere auch, mediale Leute, bis circa März, April nur eine graue Nebelwand. Und dann wird es heller, also März, April, Mai, Juni, also eher April, Mai, Juni wird es heller. Und dann das zweite Halbjahr, 25, da wird es energetisch sehr, sehr hell. Und das passt wahnsinnig gut zu den astrologischen Vorhersagen. Wir haben am 2. Oktober, also in Kürze, eine Sonnenfinsternis und extreme astrologische Konstellationen. Ich habe ein paar so Videos angehört und angesehen von sehr guten Astrologen und die sind alle einer Meinung. Das nächste halbe Jahr wird echt heftig werden. Ja? Vor allem für USA. Ja, also auch für andere Länder, aber für die besonders. So, und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz quasi auf eines eingehen, nämlich die Schwingungserhöhung hat auch dramatische Auswirkungen auf die Erde. Und die Kollegen haben gesagt, naja, ab September wird die Natur quasi sich auch verändern und das dauert lange.
Also Sie haben gesagt, es wird in Summe wahrscheinlich bis 2040, 2050 hinziehen. Und jetzt nur mal quasi rein energetisch. Ja. Es gibt ja zwei Elemente, die verbindet man eigentlich mit Reinigung. Und das ist Feuer und das ist Wasser. Also es wird Trockenheit, es wird Vulkanausbrüche geben, es wird Stürme, Überflutungen geben. Auch quasi in der Atmosphäre werden wir Dinge sehen, die man noch nie gesehen hat und die nicht erklärbar sind. Aber ein großes, ich würde sagen, ja, ein großes Ereignis wird uns erspart bleiben. Das haben die Kollegen extra gesagt. Durch die bisherige Schwingungserhöhung und was die Menschen dazu getan haben, also die haben gestrahlt, ausgestrahlt, werden die ganz großen Dinge nicht passieren. Es wird keinen Kataklysmus geben. Aber, wie Sie gesagt haben, statt einem Mega-Event wird es sehr, sehr viele kleinere und mittlere Naturereignisse geben, also auch Katastrophen. Und die Kollegen haben auch interessanterweise eine Zahl genommen. Es gibt mehrere Jahreszahlen, die tauchen immer wieder auf. Also jetzt 2025, 2027, 2032 und 2037 und teilweise 2040, 2050 auch noch. Und zu den Naturereignissen haben sie gesagt, 2037 wird die Menschheit gelernt haben, mit den Naturveränderungen umzugehen und so werden die Naturereignisse gemanagt haben. Was heißt gemanagt? Ja, wir haben in Österreich ja große Überflutungen gehabt und vor ein, zwei Jahrzehnten sogar, gab es entlang der Donau in den klassischen Überflutungsgebieten gab es Häuser und Siedlungen. Die Menschen wurden damals abgesiedelt. Und genau das ist, die Menschheit wird lernen, quasi mit Naturveränderungen zu leben und sie wird es gemanagt haben. Das ist gemeint. Sie haben gemeint, ja, also an den ganzen Küsten, da wird es öfters solche Überflutungen geben, dass man dort nicht mehr wohnen kann. Okay, dort wird es dann Absiedlungen geben, vielleicht auch ganz große Städte. Und sie haben gesagt, die Menschheit muss mit natürlichen Veränderungen leben. Sie können die Naturkräfte nicht übersteuern. Sie müssen einfach quasi wieder gewisse Teile der Erde, der Natur der Erde zurückgeben. Also das Positive dran: wirklich große Dinge werden nicht passieren. Aber leider, es wird sehr, sehr viele kleinere, mittlere Naturereignisse geben. Und da müssen wir lernen. Da hilft es nicht. So, und jetzt kommen wir zu den Auswirkungen des Reinigungsprozesses auf die Kollektive. Das heißt, auf die, auf die Staaten, Gebilde und so weiter. Da ist innerhalb der letzten Woche irgendwas ziemlich Heftiges passiert. Irgendwo, entweder in den USA oder in Israel, müssen dramatisch destruktive Entscheidungen getroffen worden sein. In Lebanon sind jetzt vor ein paar Tagen mehrere tausend Pager explodiert und der Hintergrund ist, dass der Geheimdienst von Israel, Mossad, das eingefädelt hat, die Pager mit explosiven Stoffen versorgt hat und dann sind diese explodiert und es gibt einige Tote, auch Kinder dabei und sehr, sehr viele Verletzte. Ich weiß nicht, ob das die Ursache gewesen ist. Auf alle Fälle hat Israel und USA die letzte rote Linie überschritten. Und vor zwei Tagen habe ich die Info bekommen, energetisch ist jetzt Israel tot. Und energetisch sind die USA verloren. Sie werden sich auflösen. Einige Bundesstaaten werden zu Failed Staten, gefallenen Staaten, Failed States. Israel wird auch ein Failed State. Da muss irgendwas ganz, ganz Schlimmes passieren, sondern Entscheidungen. Das heißt nicht, dass es sich schon, dass die Sachen schon umgesetzt worden sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es Ukraine ist. Ich weiß nicht, ob es mit den Gazastreifen in Lebanon zu tun hat oder vielleicht auch mit Taiwan. Ich weiß, da bekomme ich keine Information. Ich habe nur die Info bekommen, so, das war's jetzt. Ja.
Also da ist einiges zu erwarten. Da ist einiges zu erwarten. Also ich vermute, dass es in der Ukraine und in Libanon oder in vielleicht auch Iran quasi, dass es dann noch ordentlich scheppert. Ja. Dann werden die ganzen, wie gesagt, es ist ein innerer und äußerer Reinigungsprozess. Und alle Systeme, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Börsen, Währungen und so weiter, werden gereinigt werden. Es wird Enthüllungen geben, Störungen und so weiter. Und was die Kollegen auch gesagt haben, es wird nicht den großen Knaller geben. Viele kleine Knaller, ja, aber den großen nicht. Es wird keinen dritten Weltkrieg geben, also den deutschsprachigen Raum wird man keine militärische Auseinandersetzungen, aber es wird eine Unmenge von Enthüllungen und Störungen und so weiter, wo sie gesagt haben, jedes kleine Ereignis wird die Systeme destabilisieren. Und die Eliten und die dunkle Seite wird aufgrund der vielen, vielen Vorkommnisse das nicht mehr stabilisieren können. Und irgendwann wird das System kippen. Und bereits 2025 wird es wahrscheinlich quasi einige Staaten geben, die gekippt sind. Das heißt, wo das System eigentlich zusammengebrochen ist. Ja, ja, also die große Reinigung, das erinnert mich ein bisschen an die Aussagen von Mühirsl. Da hat es ja geheißen, irgendwann zuletzt kommt der Bankabräumer. Ja, ich weiß nicht, wie das gemeint ist, keine Ahnung, aber aus meiner Sicht hat jetzt das große Bankabräumen angefangen oder fängt an. Gott sei Dank war halt keinen dritten Weltkrieg oder sonst irgendetwas, aber die Systeme werden destabilisiert und zerlegt und ab 25, 26 werden wir halt die Systeme teilweise zusammenbrechen. Das ist, man muss auch bedenken, quasi gerade in Deutschland, ja, schon vor vielen, vielen Jahren haben die Kollegen gesagt, Deutschland wird total umgepflügt und wird sich neu erfinden. Naja, Deutschland industrialisiert jetzt. Das hat Auswirkungen auf die Wirtschaft, Arbeitsplätze gehen verloren, die Währung wird wanken. Ja. Das heißt auch ganz klar, dass in den nächsten Jahren der Lebensstandard sinken wird. Viele werden sich wahrscheinlich den Gürtel etwas enger schnallen müssen. Das ist nicht vermeidbar. Wenn was Neues kommen soll, dann muss das Alte weg. Und in dieser Phase dürften wir jetzt sein, weil die klare Ansage war, jetzt werden sich dann die Dinge auf der 3D-Ebene immer schneller, immer heftiger manifestieren. Die großen Ereignisse, Gott sei Dank, die sind abgesagt. Ja. Aber die Leute, die Eliten und so weiter, die werden die vielen Sachen nicht mehr stabilisieren können. Ja. Das wird einfach auseinanderbrechen. Nun, sagen wir so ganz kurz, wie lange habe ich Zeit? Ja. Ganz kurz noch mal zu den individuellen Auswirkungen. Ja, ja, man, Susanne Lore hat ein fantastisches Video gemacht, wo sie über einige dieser Auswirkungen spricht, was Menschen zurzeit erleben, und das ist wirklich irre. Ja, aber es ist so. Ja. Also die individuellen Auswirkungen, da gibt es den Auswirkungen auf den Körper, auf die Emotionen, Gedanken, und natürlich auf die energetischen Hüllen. Und körperlich heißt es, dass man halt alle möglichen Symptome hat. Ja, von Hitze, Kälte, Wahrnehmungsschwankungen, alle möglichen Schmerzen von Nerven, Muskel, Gelenken, alles. Alles kann sein. Die Botschaft war, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und jetzt bitte nochmal dran denken, weil manche haben keine Symptome und dann kommt eine Mail, ja, wenn ich keine Symptome habe, dann steige ich nicht auf oder dann hören sich meine Schwingungen nicht. Nein, manche haben 2012 und manche haben schon vorher angefangen. Und wenn man in 10 Jahren ganz langsam mitgegangen ist, dann hat sich der Körper und alles andere angepasst und dann haben wir keine Symptome. Also wenn es einem gut geht, heißt es nicht, dass man nicht mitmacht. Ja. Es gibt natürlich sehr viele Leute, die Schwingung nicht mitmachen, die werden dann irgendwann große Probleme kriegen. Denn durch die Schwingungserhöhung, durch den Oktavenwechsel passiert eines. Die das zulassen,
die werden automatisch weniger dicht. Die werden ätherischer, das heißt, die werden lichter und leichter. Die, die die Schwingung nicht mitmachen, die werden dichter und dunkler. Und irgendwann gibt es dann die große Spaltung. Ja. Also das wollte ich einfach dazu sagen, weil halt immer wieder Leute verunsichert sind, weil ja, es stimmt, dass die Leute, die jetzt die Schwingung mitmachen, die Schwingungserhöhung mitmachen und in einem sehr kurzen Zeitraum das durchmachen, die haben heftige Symptome, ja, und zwar alles Mögliche. Und was die Kollegen ja auch immer wieder betont hat, seit Jahren sagen sie das, irgendwann wird sich eure Wahrnehmung verändern. Die Menschen werden immer medialer werden. Ja? Und dann sieht man Dinge, wie die Susanne da erklärt hat, da sehen dann Leute plötzlich schwarze Männer und alles Mögliche. Die hat es schon immer gegeben. Ja? Es gibt wahnsinnig viele energetische und geistige Phänomene, die wir bisher nicht wahrgenommen haben. Die waren aber auch schon immer da. Und jetzt werden immer mehr Menschen, sagen wir so, fähig, das wahrzunehmen. Das kann das Fühlen sein, das kann das Sehen sein, das kann ein Riechen sein oder einfach nur ein Wissen sein. Ja. Die Kollegen haben gesagt, irgendwann, vielleicht in ein paar hundert Jahren, werden wir die meiste Zeit telepathisch kommunizieren. Ja. Und nicht quasi mit Handys oder mit der Sprache. Ja. Aber es gibt natürlich auch andere erstmal so Symptome, die sind dann nicht so nett. Und da möchte ich jetzt auf ein paar Dinge eingehen, die etwas ungewöhnlich sind. Das eine ist, dass in dieser Umstellungsphase, wenn man quasi sein System, Körper, Gedanken, Gefühle und so weiter von der unteren Oktave in die obere bewegt, es geht nicht auf einmal, man hüpft nicht hinüber, sondern man bewegt sich langsam rein und in dieser Übergangsphase ist man extrem instabil und angreifbar. Ja? Sagen wir so, wenn man ganz oben ist, dann tun die Schwingungen unten nichts. Ja? Wenn man ganz unten ist, dann tun die Schwingungen oben nichts. Aber jetzt in dieser Übergangsphase kriegt man beide Schwingungen mit. Und das ist, wie wenn du oben ein hohes Lied singst, ja, ein schönes harmonisches, und unten machen quasi destruktive Musik. Ja, dann werden die Systeme durcheinander gebracht, wird instabil alles Mögliche. Dann, sagen wir so, was immer wieder kommt, quasi, worunter ich auch leide, ist halt einfach, dass wir total müde, ausgepowert sind und keine Energie haben. Vor Jahren schon haben die Kollegen gesagt, irgendwann wird euer Energieakku nicht mehr funktionieren. Jeder Mensch hat bisher einen Energieakku gehabt, wo er Energie speichern konnte. Irgendwann wird das abgestellt und dann müsst ihr die Energie laufend von oben beziehen. Wo es dann auch erklärt haben, das heißt, du kannst nicht mehr dich aufladen und dann hoffen, dass du 2-3 Tage oder gar 1-2 Wochen aufgeladen bist. Ja, das erlebe ich regelmäßig. Ich gehe in die Natur raus, 2 Tage, fühle mich super und dann fahre ich in die Stadt und 2 Stunden später bin ich kaputt. Ja, das geht innerhalb von Minuten, kann das sogar passieren. Und die klare Empfehlung der Kollegen war, wenn du keine körperlichen Sachen hast, der Körper kann auch wegen anderen Sachen sehr müde und kraftlos sein, aber wenn die Ursache die fehlende Energie ist, dann musst du was tun, du musst aktiv werden, damit du die Energie ansaugst. Am besten ist ganz leichte körperliche Bewegung in der Natur draußen. Natur, da legt man sich sehr schnell auf, ja. Wo sie gesagt haben, du kriegst keine Energie. Wenn du ins Bett legst, dann kriegst du keine Energie. Ja? Außer du bist in einer sehr guten Umgebung. Ja? Aber das Beste wäre, sagen wir so, leichte körperliche Bewegung, damit man die Energie und unbedingt natürlich sich mit oben verbinden, damit man die Energie unten ansaugt. Und wenn man das macht, dann wird man merken, ein bisschen Energie ist doch da. Und dann kommt mehr Energie rein. Das ist ganz wichtig. Also Erschöpfung, wenn man sehr, sehr viele Körper sind natürlich auch erschöpft, weil halt die Ernährung nicht hinhaut und was halt sonstiges, ja. Man kann den Körper unterstützen, aber eins kann man nicht machen mit diesen Mittelchen so einfach, nämlich die Energie, die energetische Verbindung nach oben herstellen. Das muss man selber machen und dann muss man es zulassen. Auch das wäre eigentlich ein natürlicher Prozess, nur in der Transformationsphase geht es ein bisschen drunter und drüber. Dann noch eine Sache,
die immer wieder häufiger erwähnt wird, ist, dass sehr viele Leute über einen Gedächtnisschwund oder Erinnerungslücken sprechen und schreiben und völlig irritiert sind. Ja, da gibt es auch, sagen wir so, wenn man Weisheitslehren und so weiter kennt, da wird teilweise unterschieden zwischen einem niederen emotionalen Zentrum und einem höheren emotionalen Zentrum und auch von einem niederen Verstand oder höheren Verstand. Ja, manchmal sagen sie halt nicht Verstand, sondern verwenden halt irgendein anderes Wort. Ja, was passiert? Die Kollegen haben schon vor Jahren gesagt, irgendwann werden durch den energetischen Wandel die Leute vom niederen Verstand oder vom niederen Geist auf den höheren Geist gehen. Und das hat folgende Auswirkungen, dass du das Gefühl hast, dass du nicht mehr rennen kannst, ja, mit dem alten Verstand, mit dem alten Geist kannst du nicht weiter tun. Du hast dann quasi, das wird nach oben verlagert und dann fällt dann gewisse Dinge nicht ein und die, sagen wir so, das Erinnerungsvermögen wird dann mit dem Resonanzprinzip gekoppelt. Das ist wie bei den Kindern, die in der Schule sind, die daheim lernen, sind in einer entspannten Umgebung und dann gehen sie in die Schule rein quasi und dann Prüfungsstress, Denkblockade und alles ist weg. Keiner kann sich mehr erinnern. Das ist jetzt auch so. Das heißt, man kann sich sehr wohl erinnern, aber du musst nur die richtige Frequenz haben. Also Bekannte von mir, die hat vor 2-3 Jahren das erlebt, ja, die hat gemerkt, dass sie plötzlich immer größere Erinnerungsschwierigkeiten und Gedächtnisschwierigkeiten gehabt hat. Und irgendwann war es so weit, dass sie gesagt hat, um Gottes Willen, ich habe alles vergessen. Ich habe alles vergessen. Wie soll ich im Job funktionieren, wenn ich alles vergessen habe? Das Lustige war, im Job hat sich an alles erinnern können. Aber die hat wirklich eine Krise gehabt. Die wollte schon quasi zum Psychologen, Doktor oder Psychiater gehen. Was habe ich? Ich muss krank sein. Das Lustige war, dass es fast immer an alles erinnern konnte. Es gibt leider Situationen, und das ist ein großer Unterschied, dass man sich, weil die Resonanz nicht passt, an eine Sache nicht erinnern kann. Und wenn man dann quasi die Resonanz, das energetische Feld ändert, dann fällt es dann ein. Und das kann in der Praxis verdammt lästig sein. Ja. So, also das war auch quasi eine ganz wichtige Sache, das steht uns noch bevor. Momentan, die Gedanken sind die leichtesten. Ja, darum wir zuerst quasi wechseln wir schön langsam von dem kleinen, niederen Geist auf den hohen Geist. Irgendwann, früher oder später, werden wir dann auch vom niederen emotionalen Zentrum ins höhere emotionale Zentrum gehen. Ja? Und dann werden wir gewisse Gefühle, niedere Gefühle gar nicht mehr wahrnehmen können. Wir werden sie gar nicht mehr können. Ja? Das ist genau, es gibt schwere Gedanken, es gibt leichte Gedanken. Ja, wenn man dann voll gewechselt hat in den höheren Geist, dann werden wir keine schweren Gedanken mehr pflegen und wir werden es wahrscheinlich auch nicht mitbekommen. So, dann noch kurz, sagen wir so, was passiert in nächster Zeit? Habe ich schon gesagt, also bis Mitte, also nächsten Jahres wird es wahrscheinlich heftig werden. Ja. Es wird viele, viele Störungen geben, leider auch sehr viele Naturveränderungen. Im Detail kann ich bis Mitte März nichts sagen, weil da Nebelwand ist. Das ist nur eines, und da orientiere ich mich schon ein bisschen auch an die Astrologen, die gesagt haben, also die nächsten Monate werden eine Katastrophe werden. Ja. Also Gott sei Dank, die Großereignisse bleiben uns erspart, vor allem im deutschsprachigen Raum. Aber was 25, 26 sein wird, die Systeme fallen auseinander. Und wir werden quasi unseren Lebensstandard etwas reduzieren müssen. Und jetzt was kann ich machen? Also das ist immer wieder die Frage, was kann ich machen? Ein energetisches Phänomen, also wenn wieder so extreme kosmische Strahlen einströmen, der Großteil der Menschen, die jetzt ihre Schwingung erhöhen, sind damit überfordert. Das heißt, das System kann diese hohen Intensitäten nicht verarbeiten. Dann ist die Empfehlung der Kollegen, lasst es durchfließen.
Lasst es durchfließen, lasst alles los, erdet euch und lasst die Energie durchfließen. Dann wird der Körper und alles wird nur so viel Energie aufnehmen, als er verarbeiten kann. Wenn man dann aber sich an irgendwas festhält, ja, dann staut es sich. Ja, das ist wie beim Gartenschlauch, den du voll aufdrehst, quasi die Quelle mit Hochdruck rein und vorne die Spritze zerstörst du. Dort entsteht ein immenser Druck. Da entsteht ein immenser Druck, wo du sagst, bitte, du brauchst es nur zulassen. Das ist ein selbstregulierendes System. Lass es die Erde durchfließen, der Körper und alles nimmt sich so viel Energie, als er gerade noch verarbeiten kann. Aber wenn man Blockaden hat, und das ist halt, wir haben alle Blockaden, im Körper wird so viel abgespeichert, die ganzen Schmerzen, alles sitzt drinnen. Der Körper muss sich reinigen und die Emotionen müssen sich reinigen, damit nicht diese Blockaden da sind, quasi, damit es durchfließen kann. Und solange man eben quasi diese innere Reinigung und die körperliche Fitness nicht erreicht hat, wird es Stauung geben und das führt zwangsweise zu Symptomschmerzen und alles Mögliche. Was ganz wichtig ist eben, man muss sich mit oben verbinden, man soll es durchlassen und vor allem, man soll sich zentrieren. Und man soll sich nicht am Äußeren orientieren. Weil es wird rund gehen, ja. Es wird, egal ob es Wirtschaft ist oder Politik ist oder Gesundheitssystem ist, ist es egal. Die Kollegen haben gesagt, lasst alles los. Das heißt nicht, dass ihr das wegschmeißen müsst. Ihr dürft nur nicht euch draußen fokussieren. Ihr müsst eure Energie nach innen richten. Im Auge des Zyklons bleiben. Wenn man da draußen, da werden die Dinge herumfliegen, ja, die nächsten paar Jahre. Und wenn man sich da orientiert und seine Aufmerksamkeit dorthin lenkt, ja, wo man die Aufmerksamkeit hinlenkt, da geht die Energie hin, da bindet man sich unter Umständen. Dann wirbelt es dann mit. Ja. Dann sagt man, bitte, ihr müsst begreifen, wenn ihr im Auge des Zyklons seid, dann seid ihr ja nicht alleine. Da sind ja 100.000 da schon dort. Ja. Nur du kannst es nicht wahrnehmen. Ja. Und da haben sie ein wunderschönes Beispiel gebracht. Also, okay, der Elon Musk hat da ein Starlink geschaffen. Und er sagt, jeder, der mitschwingt, hinaufgeht, ja, ist eigentlich so ein Satellit. Und ob ihr es wisst oder nicht, ihr seid miteinander verbunden. Ja. Das heißt, alle werden quasi auf, man kann auch sagen, dass das morphogenetische Netz oder irgendwas, ist man verbunden. Und wenn dann die Krisenzeit kommt und man ein Riesenproblem hat, dann kriegen das andere mit und dann wird halt einem etwas zufallen. Da ist man vielleicht in großen Schwierigkeiten und dann fällt einem zufälligerweise etwas Gutes zu. Was gesagt haben, also, früher, vor 2000 Jahren, hätte man nicht Satellit gesagt, sondern gesagt, jeder, der da aufsteigt in die nächste Oktave, ist so eine Art Stern. Da gesagt, okay, auch wenn ihr das selber nicht wisst, ja, und noch nicht quasi die Wahrnehmung sich so weit verbreitet hat, dass ihr das, dass euch das bewusst wird. Aber ihr seid nicht alleine. Aber da gibt es einen großen Unterschied zwischen denen, die im Auge des Zyklons sind und die außen sind. Und den außen wird's in den nächsten Jahren immer schlechter gehen. Das ist leider so. Und noch einmal, Schwingungserhöhung heißt, und das haben die Kollegen gesagt, wir werden ätherischer. Die Materie wird ätherischer. Für uns, wir haben immer noch einen festen Körper, die Erde ist immer noch da und der Felsen ist immer noch hart. Aber schwingungsmäßig sind wir anders. Ja? Und durch die Schwingungserhöhung gehen wir hinauf, werden leichter. Und die anderen, die das nicht machen, werden schwerer. Und irgendwann werden wir uns nicht mehr so richtig verstehen können. Ja? Wenn wir werden einfach quasi akzeptieren müssen, dass halt die anderen Menschen ganz anders sind. Und das kann sehr, sehr komische Dinge verursachen. Also man, die Susanne hat in einem Video gesagt, dass da manche Leute halt ja, okay, für eine kurze Zeit völlig anders werden. Andere Grimassen und so. Das kann eine Auswirkung sein. Ja. Das kann eine Auswirkung sein. Dass nämlich die Energien quasi, die sehr destruktiven Energien aus der Umgebung aufgenommen werden. Ja. Man geht in Resonanz und wenn man dann irgendwas hat, ein altes Muster oder ein Persönlichkeitsanteil, ja, dann kann der die Steuerung übernehmen. Dann ist man für ein paar Minuten ein völlig anderer Mensch. Ja. Der ist eigentlich nicht so, aber er lebt, er manifestiert die Energie und das wird passieren. Das wird immer häufiger passieren. Manche Leute werden immer verrückter, die anderen werden immer feiner, beschwingter, wenn sie oben sind, und die anderen, die werden ja
ich will jetzt sagen, sie werden ein schweres Leben haben. Also die Schwingungserhöhung hat dramatische Auswirkungen auf alles, das haben Sie ja gesagt. Ja, also der Oktavenwechsel hat auf alles, was wir hier auf unserer Erde haben und wahrnehmen können, hat es Auswirkungen. Und ja, aus meiner Sicht, sagen wir so, der große Reinigungsprozess könnte das sein, was der Mühirsel mit dem großen Abräumen gemeint hat. Jetzt fangen wir an, alles abzuräumen. Ja, also man, das wäre einmal meine ersten Worte. Ich wünsche euch alles Gute und ja, vielleicht gibt es ja noch eine zweite Runde oder auch eine Diskussionsrunde. Danke, alles Gute.